was drumherum. Das habe ich im Zuge des Studiums schon so oft machen müssen, dass ich keinen Moment habe. Der Freund
War nichts zu finden, Google und Wikipedia war jetzt auch nicht unbedingt der Hilfe. Auf meine E-Mail hat er auch nicht reagiert. Für den Anfang ist jetzt sowieso schon spät und zitiere nichts. Ich blicke auf eine schöne Zeit zurück, auf eine gute. Die uns natürlich einerseits mit Stolz über geschafftes und erreichtes in Erinnerung bleibt, aber auch mit Schweiß und Blut. Über die ein oder andere Prüfungslernstunde, das Unverständnis für den Lehrinhalt und unzählige Diskussionen über die Sinnhaftigkeit des Studiums. Aber gerade wenn sich einer die Frage gestellt hat, warum tue ich mir das überhaupt noch an? Genau in so einem Moment hat sich der Charakter unseres Jahrgangs gezeigt, weil es war sofort einer da, der gesagt hat, keine Ahnung. Dann fragte er die Studenten wiederum, ob der Kuh voll sei. Sie bejahten ihn.
Der Professor nahm als nächstes eine Dose mit Sand und schüttete diesen in den Kuh. Natürlich füllte der Sand die kleinsten verbliebenen Freiräume. Er fragte wiederum, ob der Krug nun voll sei. Die Studenten antworteten einstimmig ja. Und dann nahm der Professor plötzlich zwei Dosen Bier unter den Tisch hervor und schüttete auch den Inhalt in den Krug hinein. Was ist jetzt die Lehre dieser Geschichte? Ich möchte, dass Sie diesen Krug als Repräsentation Ihres Lebens ansehen. Die Glaskugeln sind die wichtigen Dinge im Leben. Ihre Familie, Ihre Kinder, Ihre Gesundheit, Ihre Freunde. Ja, die bevorzugten, ja, leidenschaftlichen Aspekte Ihres Lebens. Welche, falls Sie in Ihrem Leben alles verloren gingen, nur noch diese bleiben würden, Ihr Leben trotzdem ausgefüllt. Die Kieselsteine symbolisieren die anderen Dinge im Leben, wie Arbeit, Haus oder Auto. Der Sand ist alles andere, die Kleinigkeit, ein Smartphone. Falls Sie den Sand zuerst in den Krug geben, es ist weder Platz für die Kieselsteine noch für die Glaskugeln. Dasselbe gilt für Sie. Wenn Sie all Ihre Zeit, Energien und Kleinigkeiten investieren und Sie nie Platz für die wichtigen Dinge haben, werden Sie nie Platz für die wichtigen Dinge haben. Achten Sie auf die Dinge, welche Ihr Glück gefährden. Spielen Sie mit den Kindern, nehmen Sie sich Zeit für medizinische Untersuchungen und führen Sie Ihren Partner zum Essen aus. Es wird immer noch Zeit bleiben, um das Haus zu reinigen oder andere Pflichten zu erledigen. Achten Sie zuerst auf die Glaskugeln. Die Dinge sind wirklich wichtig. Setzen Sie Prioritäten, der Rest ist nur Sand. Und zum Schluss sei noch gesagt, egal wie voll der Krug ist, für ein, zwei Bier sind wir noch da. Ein paar Punkte.